Okay, ausgezeichnet. Da müssen wir da noch eigentlich überlegen. Also eigentlich würde ich. Genau, eigentlich würde ich ganz. Also das funktioniert nicht. Das funktioniert aber. Okay. Gut. Was auch immer der da oben macht. Okay. Kann man hier auf jeden Fall den da mal weghauen. Und den da mal weghauen. Und dann würde ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen reingehen wollen. Und wir können jetzt hier natürlich versuchen, also ich würde jetzt erstmal hier wirklich sagen, wir stecken einen Bereich ab, wo ich quasi gucken kann. Was passiert, wenn ich dich weghau? Okay. Dann würde ich hier nochmal sagen, 6. Bam. Genau. Wenn wir dich jetzt nochmal weghauen. Ah. Es kann ja natürlich sein, dass quasi das Ende der Karte, also ich meine, das könnte man ja hier rausfinden. Also meine Spekulation war ja jetzt quasi, dass das Ende der Karte immer Lava ist. Also, dass die Karte mit Lava aufhört, dass man das dann gar nicht hinkriegt, tiefer zu graben. Aber ich bin mir nicht sicher. So, was ich auf jeden Fall machen wollen würde. Ich würde hier auf jeden Fall gerne eine Wand haben. Und dann. So, einmal will ich dich haben. Dann dich. Dann dich. Und dann dich. Und noch einen rein. So. Damit mir da wirklich eigentlich nicht zu eng sind. Nicht zu eng liegen. Nicht zu eng irgendwas. So. Okay. Dann könnten wir hier nämlich wirklich sagen, wir kommen hier wieder nach oben. Wie gesagt, was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass ich diese Monster wirklich alle töten kann, aber dass ich von denen, wenn ich sie töte, nichts gespawnt kriege. Ich meine, der ist ja jetzt wirklich an seinem eigenen Feuer kaputt gegangen. Da muss ich echt super aufpassen. Weil da oben ist wieder irgendeiner. Ich kenne die ganzen Monster noch nicht. Und ich weiß noch nicht, wie diese drauf sind. Okay, das ist einfach nur dieser Magier oder was das ist. Eins, zwei, drei. Was ich hier gerade am Überlegen bin, ist halt wieder, leg ich die Lava trocken. Will ich das? Wow. Also was ich hier auf jeden Fall mal machen möchte, ist auf mindestens eine Dreierhöhe. Okay, aber das ist ja jetzt Gezuppe. Also, das wäre hier. Das ist mir gerade alles egal. 1, 2, 3, 4. So. Das wäre eine Stufe. Kann von mir aus so sein. Dann hauen wir hier einfach weiter.
und hauen den Spaß hier weg. Und den Spaß. Und so weiter. So, da würde ich mal hier vielleicht ein bisschen. Ah, okay. Okay, so dramatisch ist das hier gar nicht. Dann können wir hier eigentlich wirklich mal nach unten hauen. So. Wunderbar. 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 Fliegen wir voll in die Lava. Ausgezeichnet. Okay, das ist ja eh einer zu viel gewesen. Okay, also. Wir haben jetzt halt schon die Tiefe. Deswegen gehen wir da ruhig weiter. Und machen eben entsprechend die Tiefe auch wieder hier rein. Und schauen mal, wie das jetzt klappt. So, perfekt. Okay. Das war jetzt der Spaß und dann würde ich jetzt hier mal hochgehen wollen und dann heißt es doch hier, muss ich jetzt noch drei rein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, dann wäre das hier eins, zwei, drei, vier. Einen rein, noch einen rüber und runter. 2, 3, 4. Ich mache hier mal ein Licht an. Einen rein runter. 1, 2, 3, 4. Einen rein runter. 1, 2, 3. Passt. Einen rein runter. Zack. Wunderbar. Okay. Zack. Zack. Na gut, machen wir von oben, ne? Ich glaube, von oben kommen wir einfach weiter. Das ist, glaube ich, eigentlich einfach zielführender, wenn wir von hier oben diese Baumaßnahme ergreifen. Und dann können wir noch, wenn wir fertig sind, von unten die Treppen hinbauen. Genau. Zack. Zack, und da müssen wir uns hier nämlich nicht verrückt machen, wie weit wir reingraben müssen. Perfekt. Auch nicht schlecht. Okay. Und jetzt können wir den Spaß hier oben nochmal machen.
Zack. Zack. Hier rein. Na komm. Rüber. Zack. 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 Da rein und drüber. Perfekt. So, dann können wir jetzt hier mal das Gezuppel mitnehmen. Da habe ich jetzt wieder irgendwas gehört. Vielleicht auch nicht. Wow. Dann sei es auf jeden Fall Gezuppel. Gut. Kann man hier sagen, 1, 2, wo auch immer ich dich jetzt hinpack. Gut, dann können wir jetzt hier auf jeden Fall sagen, zumachen, 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 zu. Okay. Und dann würde ich hier die Treppen hinbauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann sind wir da eigentlich auch schon. Und dann muss das eigentlich hier 1, 2 heißen. Und da muss ich eigentlich dann noch. Mehr in die Tiefe gehen. Weil ich ja immer eine Dreierplattform haben möchte und auch immer Dreierwege. Das bedeutet eigentlich hier, dass wir so durchgehen müssen. Das ist ja schön. Okay. Und dann bedeutet es hier Juhu. Und dann bedeutet es hier, dass ich auf jeden Fall noch eine Treppe hinbaue. Und dann würde ich jetzt mal auch schon wieder zum Ding gehen wollen, zur Kiste, genau. Und da ein paar Steine ablegen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Das Mies würde ich ganz gerne ablegen, den Splitter würde ich ganz gerne ablegen. Das da würde ich ganz gerne ablegen und dann können wir eigentlich das Zeug da drüben wieder einsammeln. Fluff und Fluff. So, und dann könnte ich mir überlegen, dass wir damit vielleicht mal einen kleinen Ofen bauen. Zack, zack, zack. Der kann weg. Und hier, das würde ich eigentlich jetzt ganz gerne zumachen. Okay, aber erst bauen wir den Ofen hier hinten hin. Ach, bauen wir den Ofen hier hin. Da. Ich habe gerade wieder was gesehen, was ich nicht bekämpfen möchte jetzt im Moment. Dann können wir den da mal da rein tun. Dann können wir das da mal da rein tun. Dann kann ich hier mal sagen, du kommst rüber, du kommst wieder zurück. Und dann würde ich hier. Würde ich hier ganz gerne mal die Erde zuzementieren, damit ich da nicht reinfall.
So, das war jetzt natürlich nicht ganz so optimal. Aber das ist mir gerade egal. So, ich finde es total spannend immer wieder. Machen wir hier mal ein Licht. Kommst du zurück? Kommst du hier rüber? Kommst du hier hin? Kommst du wieder da hoch? Kommst du hier rüber? Kommst du da auch hoch? Kann man euch wieder da reinhauen? Okay. So, wie gesagt, das würde ich dann später weiterführen. Jetzt gehen wir erstmal eine Etage tiefer. Da kann man ja im Prinzip genau das Gleiche machen. Wie das, was ich hier gerade gemacht habe. So, da war ich ja einfach nur neugierig. So, aber es ist halt, wie es immer ist. Ich muss eigentlich eine Sechserebene machen. Also eine Dreierebene. So, also. Das heißt, du bist hier. Dann kommst du so rein. Also ich meine, okay, fürs Erkunden kann man wirklich eine Zweierebene machen. Aber eben fürs reine Erkunden. Wenn wir dann später mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir bauen es aus, da muss es dann auf jeden Fall. Ja.